Es ist schon zu einer guten Tradition geworden, liebe Modellbahnfreunde, dass wir unsere Neuheitenvorstellungen von der Spielwarenmesse, und das ist übrigens die 67. in diesem Jahr, am Stand von Tillich Modellbahn beginnen. Und was Tillich 2017 Neues hier auf den Spielwarenmesse Nürnberg zu bieten hat, stellt uns wie immer Heiner Groh vor. Und das beginnt ja mit einer ganz besonderen Aktion. Ja, hallo, guten Tag erstmal. Ich freue mich auch, Sie hier begrüßen zu können, wie fast jedes Jahr in den letzten Jahren her. Ja, eine neue oder eine ganz besondere Aktion, das ist unser, wie soll man sagen, mehrjähriges Projekt des Salonwagenzuges der DDR-Regierung, den wir in den Nenngrößen TT und H0 umsetzen wollen. Und wir haben ja letztes Jahr zu unserem Tag der offenen Tür im Juni des letzten Jahres dieses Projekt das erste Mal so richtig vorgestellt, was also der Kunde zu erwarten hat. Und von diesen ersten Vorstellungen, das heißt also von dem ersten Set, was wir in diesem Jahr anbieten, gibt es dann auch schon einige Sachen, zumindest erstmal als CRD auf alle Fälle schon mal zu sehen. Und wie viele Wagen werden das sein von dem Regierungszug? Also wir werden mit diesem Jahr beginnend insgesamt 9 Wagen umsetzen. Das heißt jedes Jahr 3 Stück in einem jeweils Dreier-Set 2017 bis 2019. Und das ist auch dann das erste Mal, dass wir, sage ich mal, so ein mehrjähriges Projekt dann halt auch den Kunden im Vorwege schon mitteilen, was sie eigentlich dann halt zu erwarten haben. Und als Lokomotiven passen natürlich dann ganz besonders die Baureihe 218 dran. Das ist richtig, wobei, sag ich mal, wir die ja in der Nenngröße TT dann halt haben. Das heißt, haben wir jetzt in diesem Jahr ja auch eine Neuheit bereits dort mit angeboten. Die wird es dazu geben. Und in der Nenngröße H0 haben wir diese Lokomotive leider nicht. Ich denke mal, da wird es aber andere, auch Modellbahnhersteller können, geben, die vielleicht dann halt auch dann darauf aufspringen werden. Aber mit dieser Aktion, mit diesen Wagen, ist ja noch was ganz Besonderes verbunden. Ja, das ist richtig. Und zwar werden wir von jedem verkauften Set, was es gibt, in der Nenngröße TT und H0 jeweils 10 Euro spenden der Stiftung Kultur auf Schienen, die sich eben dann dem Erhalt und Wiederaufbau der Originalfahrzeuge widmet. Und dazu werden wir dann morgen hier auf der Messe um 14 Uhr an unserem Stand den Herrn Zwingenberger begrüßen zu können, der als Stiftunggeber eben fungiert. Und den werden wir dort einen ersten Betrag spenden können. Da wollen wir mal versuchen, dass wir ein paar Bilder mitbekommen und Ihnen, liebe Zuschauer, auch nicht vorenthalten. Kommen wir aber jetzt zu den weiteren Neuheiten, die dieses Jahr ganz aktuell sind. Da steht bei mir auf dem Zettel die BA 99 in H0M. Das ist richtig. Mit der haben wir ja im Prinzip das letzte Jahr relativ gut dann halt beschlossen. Wir haben ja dort die ersten Varianten ausgeliefert. Ich denke mal, es ist auch allen Kunden klar, dass wir natürlich mit den ersten 3 Maschinen noch nicht alles abgerast haben, was es dann halt dort gibt. Das heißt, der Kunde darf eben in diesem Jahr noch weitere Varianten dann davon erwarten. Dann haben wir einen offenen Güterwagen 00 in Nenngröße H0M und H0E. Richtig, das ist unsere diesjährige Neuentwicklung. Das heißt, wir werden ja dann halt unser Schmalspursortiment dort weiter ausbauen, werden das nicht nur in diesem Jahr tun, auch in den nächsten Jahren dann. Und wir haben ja schon vielen Kunden signalisiert, dass wir eben auch dort immer wieder Formneuheiten herausbringen. Und da ist dieser vierachsige offene Güterwagen OO dann halt einer in diesem Jahr. Und auch dort, die Modellbahner wissen es, sicherlich die Schmalspurfreunde auf alle Fälle. Der hat ja auch im Original diverse unterschiedlichste Varianten, wie Cabrio-Wagen weiterführend. Also auch da, denke ich halt mal, wird man in den nächsten Jahren dann noch mit Tillich rechnen können. Also merken wir schon, dass dieser Markt oder dieses Marktsegment Schmalspurbahn sicherlich auch ein ganz besonderes ist für die viele Modellbahner, denke ich mal. Ja, das auf alle Fälle. Und wir haben da ja vor circa 5 Jahren mit angefangen. Dann heißt erstmal etwas älteres Material wieder zu beleben. Aber ich denke mal, der Modellbahner sieht schon die Neuentwicklungen, die wir in den letzten Jahren dort reingebracht haben. Und wie gesagt, damit ist jetzt noch nicht Schluss. Das wird dann halt also auch dort in den nächsten Jahren weitergehen. Kommen wir jetzt zur Spur TT. Da gibt es eine A-Lok, die E94. Richtig, die E94 ist in diesem Jahr unsere Formneuheit, das heißt also unser aktueller Highlight, den wir in diesem Jahr haben. Es ist ein lang gehegter Kundenwunsch vieler Modellbahner, gerade auch vieler Clubmitglieder, die in unserem TT-Club Mitglieder sind. Diese wollen wir natürlich jetzt dann halt als komplette Formneuheit, Neukonstruktion dann im Lauf des Jahres, es wird allerdings dann halt erst Richtung des 4. Quartales werden, dann unseren Modellbahnfreunden an die Hand geben. Die gibt es dann in verschiedenen Farbvarianten oder gibt es erstmal Deutsche Reichsbahn oder wie? Also wir haben jetzt dieses Jahr 4 Varianten in der Auswahl. Der Deutsche Reichsbahn natürlich ist ganz klar, ist mit dabei. Es wird dann auch eine ÖBB-Variante geben und wir werden natürlich dann halt auch in den nächsten Jahren weiterhin dieses Modell in den unterschiedlichsten Versionen dann halt ins Sortiment nehmen. Dann kommen wir mal von der E-Lok weg, wieder zu einer wunderschönen Dampflok, die Baureihe 89.
Ja, die Baureihe 89 haben wir ja im letzten Jahr angekündigt. Wir haben es leider nicht ganz geschafft. Das ist eine der zwei, drei Artikel, die wir im letzten Jahr nicht mehr geschafft haben. Aber wir können hier auf der Messe, wie gesagt, eigentlich ein sehr, sehr schönes Handmuster schon zeigen, was schon den aktuellen Entwicklungsstand dann halt eben zeigt. Und wir denken momentan, dass wir circa im März dann halt auch in die Auslieferung gehen können. Eine sehr kleine, diffizile Lok, die wirklich, sage ich mal, sehr, sehr schnuckelig daherkommt, wenn man es mal so nennen darf. Und auch die werden wir im nächsten Jahr sehr viel in unserem Programm haben. Dann gibt es also eine Formneuheit, das Oberteil der BR245. Ja, die haben wir nochmal uns etwas vorgenommen, haben dort noch einige Änderungen mit hereingebracht. Natürlich, sage ich mal, auf alle Fälle im Dachbereich, wie auf den Seitenteilen. Und ich denke mal, wir haben dort auch dann halt vielen Kundenwünschen dann halt wieder entsprochen, die uns dort in den letzten Jahren dazu erreicht haben und haben eben die 245 nochmal etwas überarbeitet. Eine weitere Neuheit ist der Flachwagen SGMMNS. Ja, das sind so viele Buchstaben, wie gesagt, die genaue Reihenfolge, ja. Das weiß man halt eben immer gar nicht so genau. Ja, dieser Flachwagen ist ein Transportwagen, ein Flachwagen, der eben, sagen wir mal, sehr, sehr häufig eben mit diversen Ladegütern beladen ist. Diesen bieten wir jetzt in diesem Jahr als komplette Neukonstruktion halt eben an, gleich in zwei Varianten. Dieser ist im Original von der ERR, der European Rail Rent, irgendwo aus dem westdeutschen Bereich sitzt diese Firma und die hat diesen Wagen bei sich im Sortiment. Wir haben ihn demnächst bei der Firma Tillich im Sortiment. Und wenn wir schon bei Güterwagen sind, gibt es noch zwei offene Wagen, EANOS. Ja, richtig. Und zwar haben wir einerseits den bereits im Sortiment befindlichen EANOS überarbeitet. Der wird jetzt mit einem zusätzlichen Rahmen, nennen wir es mal so ungefähr, dann halt oberhalb angegeben als Hackschnitzelwagen. Dieser wird allerdings dann halt auch in den jetzt im Lauf dieses Jahres dann noch in weiteren Varianten, nämlich der verlängerten Version des EANOS, dann halt herausgebracht. Den auch gleich in der DR-Variante, wie auch in weiteren Varianten der europäischen Bahnverwaltungen. Ich denke mal, auch dort werden wir ein Modell, den Kunden anbieten können, was sicherlich dann halt auf vielen Anlagen dann auch zukünftig zu finden ist. Und dann kommen wir im Güterwagenbereich als letzten Wagen, als Neuheit vorstellen, einen Kesselwagen ZAES. Ja, dieser Kesselwagen, den haben wir ja im letzten Jahr als Herbstneuheit einfach mal so herausgebracht. Das war zum Beispiel auch das erste Mal, dass wir dort eine Formneuheit in den Herbstneuheiten gehabt haben per Ende August. Und den bieten wir jetzt noch in einer weiteren Variante an mit einem isolierten Kessel, der dann halt ins Sortiment kommt oder dann natürlich auch noch mit einer anderen Kesselbauart bzw. Aufteilung der Kessel mit mehreren Kesselringen. Auch diesen wird es dann halt im Lauf dieses Jahres geben. So, liebe Zuschauer von Modellbahn Shop Lippe TV, MSL TV, jetzt kommen wir natürlich zu einer kleinen Neuerung innerhalb der Sendung. Sie wurden aufgefordert, auf der Webseite von Modellbahn Shop Lippe Ihre Fragen zur Messe anzugeben. Und da haben sehr viele Leute ganz fleißig beschrieben. Und Heiner Grove wird so freundlich sein, uns die Fragen zu beantworten. Ja. Die erste Frage, die gestellt wurde, von Andreas Plietz aus Wismar. Er möchte wissen, warum so viele Freelance-Modelle im TT es gibt. So viele Freelance-Modelle ist natürlich immer recht schwierig, sage ich mal, das halt so viele genau zu definieren. Sie werden sicherlich als Kunde dann halt eben auch verstehen, dass wir unterschiedlichste Kundenwünsche haben. Das gibt natürlich dann halt die sogenannten ernsteren Modellbahner, die eben sehr viel Wert aufs Detail dann halt eben legen, wo wirklich, sage ich mal, sehr viel Vorbild auch umgesetzt werden muss. Aber es gibt eben auch einen großen Bereich dann halt der Spielbahner, die sich mehr an der Optik erfreuen, die halt eben sagen, na klar, für mich muss dann halt das Kopfende nicht unbedingt genauso sein, wie es im Original ist. Die Fensteraufteilung ist mir auch jetzt nicht ganz so wichtig. Mich erfreut halt eben, dass der Wagen vernünftig bedruckt ist und ich den als solches dann halt auch eben wiedererkenne. Und das ist etwas, was wir halt auch, wie gesagt, auch ab und zu in unserem Sortiment haben. Aber wir haben das dann jetzt seit 2-3 Jahren machen wir es, dass wir das ja im Prinzip zur Veröffentlichung dieser Artikel dann auch im Vorwege dem Kunden sagen und sagen hier, Achtung, wir bieten dieses Modell an, aber es basiert bei uns auf einem Wagen XY. Und ich denke mal, wenn man dort relativ offen damit umgeht, dann weiß der Kunde, was ihn zu erwarten hat. Und ich denke mal, das ist dann halt auch für beide Seiten eine gute Lösung. Dann gibt es eine Frage von Martin Priebs aus Hamburg. Wird es weiter tschechische, slowakische Modelle geben in H0? Ja. Die wird es auf alle Fälle weitergeben. Wir haben ja vor knapp 2 Jahren war es einen tschechischen Kesselwagen in H0 herausgebracht oder tschechischer Bauart. Wir haben im letzten Jahr den kleinen zweiachsigen Kohlewagen herausgebracht. Auch neue Modelle sind natürlich dann halt eben da. Wir werden natürlich in der Nenngröße H0 nicht diese Menge an Formneuheiten haben, aber wir werden auf alle Fälle den tschechischen Bereich oder das östliche europäische Ausland natürlich nicht vernachlässigen und im Rahmen unserer Möglichkeiten auch dort neue Modelle anbieten.
Dann gibt es eine weitere Frage, liebe Zuschauer. Es ist schade, dass wir den Namen nicht haben von denjenigen oder von denen, der oder denjenigen. Gibt es in naher Zukunft Modifikationen am Straßenbahngleissystem? Wir sind ja der einzige Anbieter oder fast der einzige Anbieter, der ein relativ komplettes Straßenbahnsystem anbietet. Wir werden dort natürlich Veränderungen vornehmen. Die sind jetzt allerdings nicht der baulichen Art, sondern wir werden dort im Lauf dieses Jahres etwas von der Bedruckung ändern. Wir haben das ja einerseits in der Kopfsteinpflasteroptik, was relativ ungeordnet manchmal dann halt eben ausgeschaut hat, das heißt sehr unregelmäßige Bedruckungen beinhaltet haben. Und wir werden das im Lauf dieses Jahres dann halt neu ordnen, neu sortieren, sodass wir halt dort mit einer Änderung des Druckverfahrens auf ein relativ gleichmäßiges Druckergebnis kommen werden, was, denke ich mal, dann auch der Optik einiges dann halt mehr an Pluspunkten bringt. Also ist die Frage auch beantwortet. Die letzte Frage auch von einem Unbekannten gestellt, aber das trifft den Nerv, was wir am Anfang hatten. Sind auch Triebwagen von der HSB in H0M geplant in Zukunft? Jetzt gehen wir ins Eingemachte. Ja, ich sag mal so, wir veröffentlichen ja unsere Neuheiten zweimal im Jahr zu den entsprechend genannten Terminen. Aber wir haben das ja auch schon in den letzten Jahren gesagt, wo wir dann halt zum Beispiel die große Harz-Lokomotive angeboten haben, dass wir mit dieser Lok nicht am Ende sind. Wir werden dort weiterhin Formneuheiten oder auch Neuentwicklungen anbieten. Dieses Jahr ist es, wie gesagt, der vierachsige Güterwagen. Und 2018 kann es durchaus sein, dass wir auch dort im Bereich der Triebfahrzeuge dann auch wieder etwas Neues machen. Also der Kunde kann sich sicherlich dann halt auch in Zukunft darauf freuen, dass er auch neue Triebfahrzeuge für die Nenngröße H0M oder auch H0E dann halt bekommen kann. Lieber Heiner Groh, jetzt sind wir wirklich im Sauseschritt durch fast alle Neuheiten durchgesaust, aber ich denke, das ist wichtig auch für die Zuschauer und für die Freunde von Tillich Bahn und der TT-Spur, hier was Neues erfahren zu haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Wer natürlich was über die Auslieferungszeiten wissen will, muss sich natürlich bei Ihnen auf Ihren Webseiten tummeln und gucken, wann die angesprochenen Neuheiten ausgeliefert werden. Ansonsten, liebe Modellbahnfreunde, modellbahnshoplibbe.com. Dort finden Sie ebenfalls alle Neuheiten und können sie auch gleich bestellen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch und wünsche einen tollen Messeverlauf. Alles klar, vielen Dank.